Meine Tante Hildegard schrieb, vor langer Zeit haben sich einige Menschen in die Erde zurückgezogen. Sollten wir vielleicht mal nach diesem Dorf suchen oder nach diesen Menschen? Aber da steht überall kein Eingang, bitte draußen bleiben, gefährlich. Geh mal rein. Oh Gott, alles brennt. Oh mein Gott. März, der Punkt, Punkt, Punkt. Ich weiß seit langem nicht mehr, welches Jahr wir zählen oder welcher Tag des Monats ist. Ich versuche mich immer wieder daran zu erinnern, aber irgendwann wurden die Monate und die Tage unwichtig. Heute zählt nur noch der Stand der Sonne um. Warte, ich blätter um. Zu wissen, ab wann man in der Nacht lieber nicht mehr draußen sein sollte. Ich vermisse alte Freunde und frage mich, ob sie überhaupt noch leben. Seit es mir gesundheitlich immer schlechter geht, kann ich kaum noch umherreisen. Ich weiß, dass meine Zeit, diesen Planeten zu verlassen, nicht mehr allzu weit entfernt ist. Doch wie werde ich dies meiner Nicht-Antonia mitteilen? Meiner Nichte Antonia mitteilen. April, der, ich weiß es nicht. Heute musste ich an einen alten Freund denken, der einst von weiter her zu uns kam. Er kam damals mit einem sehr großen Rucksack und baute sich sein Haus neu auf. Wenn ich mich recht entsinne, war er damals schon steinalt und weitaus über 100 Jahre alt. Ob er noch lebt? Leider geht es mir zu schlecht, als dass ich ihn selbst besuchen könnte. Vielleicht sollte ich Antonia mal losschicken, um ihn zu besuchen. Aber sie hat doch immer so sehr Angst, allein dort draußen. Ich weiß nicht, welchen Monat wir haben. Desto näher der Tag meines Todes rückt, desto mehr denke ich an meinen guten alten Freund, der im nordöstlichen Teil der Insel in einem Pilzbiom lebt. Wie es ihm geht. Ob er vielleicht schon vor mir diese Welt verlassen hat? Ich merke, wie meine Knochen müde werden und mein Geist sich nicht mehr erholt. Bald ist der Tag gekommen und ich habe immer noch nicht mit Antonia darüber gesprochen. Verzeih mir bitte. Falls du dies jemals lesen solltest. Ich wusste einfach nicht, wie ich dich auf deine Einsamkeit vorbereiten sollte. Ich hoffe, du findest bald weitere Überlebende, mit denen du deine Tage verbringen kannst. Hildegard. Das heißt... Wir könnten schauen, welchen Freund sie gemeint hat. Ja, warte. Ich guck nochmal nach. Er wohnt im Pilzbiom, oder? Mhm. Im nordöstlichen Teil der Insel. Ja. Auf geht's! Neues Abenteuer! Und anscheinend sind wir auf einer Insel. Hui! Verrückt. Wir sind ganz allein. Nein, wir haben noch unsere Freunde da. Also gut, auf geht's. So, meinen Rucksack habe ich. Warte, was brauchen wir? Noch ein Schwert? Ja, ne? Und mein Arm. Ja, mein Arm. Den habe ich übrigens verbessert. Wichtig. Der hat jetzt Knockback. Alter. Damit geht richtig ab. Und was zu essen und zu trinken packe ich mir noch ein. Dann bin ich bei euch. Okay, Moment. Nordöstlich war, ich glaube, hinter diesem. Daher? Nee, diese Richtung. Keiner Kompass dabei? Ich glaube in diese. Dann lasst uns nordöstlich. Huch. Ja, mein Arm, sorry. Ich wollte gerade sagen, der Baum schmeißt mit Äpfeln nach uns. Der Arm wird manchmal einfach ausgelöst. Oder ein schlechter Arm. Ganz kleines bisschen nervöses Zucken. Ja, ich bin ja gespannt. Also wenn der damals schon über 100 Jahre war, ob der noch lebt. Ich glaube nicht. Aber wie weit wohnt er denn weg? Weil ein bisschen Umgebung kennen wir ja schon. Ja, ich glaube, das Pilzbiom war weiter weg. Oh, okay. Hinter den Bergen. Bei den 7 Zwergen? Stand das auch bei den Bergen? Stand das bei den Bergen? Nordöstlich, Pilzbiom. Okay. Das sagt dein innerer Kompass. Der sagt, ich brauche einen Kaffeeshot. Ich habe keinen mehr. Ich auch nicht. Los geht's. Ach, ich hatte nur einen, sorry. Alles gut. Wir werden es überstehen. So viel schneller bist du jetzt auch nicht. Eben. Ah. Ich hoffe, ihr habt Trinken eingepackt. Nö. Was? Nix. Ein bisschen Trinken habe ich mit. Oh weh. Der Berg nimmt gar kein Ende. Ich wollte gerade sagen, das ist aber ein langer Weg nach oben. Okay. Aber ich kann schon den Gipfel sehen, damit ich dann den nächsten Gipfel sehen kann. Oh, wahrscheinlich. Mist, da geht's weiter hoch. Ich wusste nicht, dass wir noch die Zugspitze überqueren müssen, ne? Scheint so. Ich hab's geschafft. Weißt du, was so schön an dem Berg ist? Hm? Da, wo du hochgehst, kommst du auch wieder runter. Aber wir können nicht so weit gucken, ne? Oh, das ist aber gemein. Warte, ich hab meine erste Flasche schon leer. Ich hab Erdnusssalat dabei. Nach ihnen. Was? Au! Oh mein Gott. Autsch. Den halt einfach mal 3 Herzen. Aber ich sehe immer noch kein Pilzbiom. Scam, ich sag's euch. Nein. Da wohnt gar keiner mehr. Doch, hier ist schon was in der Nähe. Ihr seid aber gar nicht vorbereitet, ne? Ihr habt nicht eure Rucksäcke dabei. Nein! Och, ich hab gar nicht dran gedacht. So ein Scheiß. Ich habe mich so gestresst gefühlt mit dem, wann brechen wir auf, jetzt aber los. Ich habe es einfach vergessen. Wie weit ist es denn noch? Oh, coole Bäume. Wann sind wir da? Ich muss aufs Klo. Dann pinkel doch. Fühl dich frei, hier zu pinkeln. Stimmt. Nicht gucken. Okay, ich schau weg. Achso, da pinkelt auch jemand. Okay, ich guck mal weg. Kannst du mir was zu trinken geben? Bist du schon fertig? Ja, da, bitteschön. Bin jetzt wieder dehydriert. Wo seid ihr? Alles hin? Klar. Ach da. Ja, hier pinkelt einer, drüben pinkelt einer. Irgendwo musste ich hingucken, also musste ich weiter weglaufen.
So, wo laufen wir jetzt hin? Ah, okay, hier ist, glaube ich, das Meer. Okay, dann müssten wir jetzt weiter am Ufer entlang. Da müsste dann das Biom kommen. Und es ist schon ewig her, dass ich mal hier in der Nähe war. Au. Ja, mir kommt halt auch nicht bekannt vor, ne? Ich kam halt von der anderen Seite der Insel. Ja, das stimmt. Ich war das letzte Mal mit Onkel Klaus hier in der Richtung, aber es ist auch schon ewig her. Ich glaube, ich war noch ganz klein. Oh, guck mal links. Was? Wo? Wie? Ja, coole Bäume und Steine. Wer die da wohl raufgeschleppt hat? Na, vielleicht haben sie es auch aus dem Stein gehauen. Vielleicht. Von oben abgeseilt und Stück für Stück rausgehauen. Könnte sein. Oh, wann sind wir endlich da? Kein Pilzbiom in Sicht. Immer noch nicht. Doch, da vorne. Oh. Das sind aber Riesenpilze, kann das sein? Ja, einfach schwimmen. Ist nein, auch schon. Ich glaube, ich habe mein Wasserding. Ja. Im Wasser aufgefüllt. Warte mal. Ah, ne, geht. Oh ja, ein Haus und ein paar Pilze. Ich glaube, wir sind richtig, oder? Ja. Gerade noch rechtzeitig, bevor die Sonne untergeht. Haben wir es wieder fast geschafft. Komm, lass uns ohne Rüstung los. Ja. Es sollte nicht so weit sein, ja. Habe ich mich mal wieder verschätzt. Hat jemand was zu trinken? Ja, ich habe noch. Warte, bleib stehen. Das Haus kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich kann aber nicht genau sagen, woher. Oha, da ist jemand drin. Ist das der uralte Onkel? Oh mein Gott, was passiert hier? Willkommen, Fremde, in meinem 10 FPS-Haus. Du siehst aus wie jemand, den ich schon sehr lange nicht mehr gesehen habe. Du siehst aus, als könntest du gut verlorene Dinge wiederfinden. Ich bin schon sehr lange hier und habe vor langer Zeit meinen Cheeseburger von jemandem versteckt und nun finde ich sie nicht mehr. Kannst du meine Cheeseburger finden? Ich habe solch einen Hunger. Wenn du mir alle 36 Cheeseburger gibst, dann erhältst du meine letzten 8 Diamanten. Okay, 8 cool. Cheeseburger möchte der gute Herr. Nein, 32. Ach, 32? 36. 8 Diamanten gibt's, ne? 36, genau, 36 Cheeseburger waren's. Okay, 2 habe ich. Das ist meine Aufgabe, die einen hungrig macht. Ich hoffe, ich esse keinen vorher auf. Ja, ich gehe mal lieber weg. Aha, 3 noch. Ich habe sogar an den angefressenen Kuchen gedacht. Oh, hier war schon jemand dran, glaube ich. Ich habe ein Messer. Au! Oh, hier sind auch nochmal 2. Schöne Terrasse auf jeden Fall. Oh, hier oben ist ein schönes Bett. Nach unten ging es, glaube ich, auch noch, oder? Ja, ich habe da vorhin noch eine Treppe oder eine Leiter nach unten gesehen. Oh mein Gott. Ich glaube, dieser Mann hatte ein Ordnungsproblem. Warum hat er so viele Sachen, wo er Sachen verstauen kann? Ach du Heilige. Ja, da hatte wohl jemand Spaß an der Ordnung. Oh. Ein TNT, ein Creeper-Modell. Mhm. Hat anscheinend gerne gesammelt oder sammelt wohl gerne dieser Mann. So sieht's aus. Heieiei. Oh, hier sind ja noch mehr Kisten. Es sind noch ein paar Etagen. Oh ja. Hab einen, warte, wo war er? Und da nix. Na, hier ist noch einer, sehr gut. Noch 2 weitere. Jetzt habe ich schon 18. Nochmal 18. Warte, wir gehen runter. Wie viele Etagen hat das Haus? Oh mein Gott. Wir sind in der Holzebene. Genau. Ja, genau. Es hat genau die Anzahl an Kellergebäuden oder Kellerräumen, wo es auch hat. Sehr gut. Nur ohne FPS-Einbrüche. Stimmt, da war ja was, ne? Verrückt. Okay, 22 Cheeseburger. Oh, bald hast du es geschafft. Es sind ja nur noch 38 Etagen. Da war noch einer. Ich kann mir vorstellen, dass ich nicht alle sehe. Bei meinem Glück. Okay. Wie viel sollte ich noch mal finden? 36. 36, ja. Es sind noch 2 Etagen. Da war noch einer, perfekt. Stunden später. Ja, ich merke schon. Noch einer, 28 jetzt. Zum Glück habe ich diesen Arm dabei. Der hilft zwar eigentlich nicht, aber zumindest habe ich den dabei. Genau. Und die unterste Etage. Okay, 31. 5 brauchst du noch quasi. 33. 34. 2 noch. Ja. Oh, ich glaube, die habe ich bestimmt übersehen. Okay, hier unten haben wir, glaube ich, alle. Ich gehe nochmal oben gucken. Guck nochmal oben. Die Frage ist, was macht man mit so vielen... Cheeseburgern? Nee, was macht man danach mit so vielen Diamanten? Hm. Oh, gute Frage. Nee, da ist nichts drin. Ah ne, die hatte ich gefunden. Ja. Vielleicht hat er ja heimlich was zum Naschen ins Nachtkästchen. Okay, das geht nicht auf. Kann nichts drin sein.
Oh nein, ich habe zwei übersehen. Au. Oh, mein Gott. Hast du dann? Ich hab sie. Hier in der Ecke. Oh Mann, ist das eine gemeine Kiste. Das sieht einfach aus wie ein Nachtschrank. So, warte, jetzt gehen wir mal runter. Bitteschön. Oh, da hat Vergangenheitsgong das Inventar nicht sortiert. Dankeschön, hier nimm meine letzten Diamanten. Oh, ich habe 8 Diamanten und ganz viel Kohle und Erde. Und er ist am Essen, glaube ich, ne? Oh, krass. Er mampft die einfach alle rein jetzt. Ein Sack. Ich zähle jetzt. 3. 36. Krass, der hat einfach alle gegessen. Ein Schlag. Der muss ja Hunger gehabt haben. Okay, wir haben jetzt Diamanten. Was machen wir denn jetzt damit? Ich habe keine Ahnung. Kann man die irgendwie pulverisieren und schnupfen oder so? Das wäre geil, auf jeden Fall. Welch ein komischer Geselle das wohl war.